Hallo und herzlich willkommen, Dick und Doof, Laurel und Hardy in 3D. Und ihr erfahrt jetzt von mir, ob sich das wirklich lohnt oder nicht. Ich bin ein riesen 3D-Fan, neben Laurel und Hardy-Fan auch. Und deshalb habe ich mit großen Erwartungen mir damals diese DVD hier gekauft, Abenteuer im Spielzeugland 3D, und war voll begeistert und habe gedacht, wow, endlich sehe ich Stan und Ollie in dreidimensional. Und sehe, wie zum Beispiel mal eine Hand oder was weiß ich was aus dem Monitor, aus dem Fernseher herauskommt, mir entgegen, also ein Pop-Out-Effekt oder so. Ja, erstmal war die Synchronisation auf dieser DVD wirklich grottig. Das heißt, da war die Synchronisation auf der Kinowelt Erst- und Zweitausgabe unter dem Titel Dick und Doof und Laurel und Hardy deutlich besser als hier. Zum Zweiten war es hier eine Farbfassung, die meiner Meinung nach nicht wirklich gelungen ist und die Farben total unnatürlich aussehen. Zum Dritten war es das 3D nur in 4 zu 3 Format. Das heißt, man hatte trotzdem rechts und links die Balken. Also es ist nicht wirklich ein 3D-Feeling rübergekommen. Die 3D-Raumtiefe war ein Witz. Das kriegt jeder Fernseher genauso gut hin. Und von dem her war ich total enttäuscht von dieser Blu-ray. Habe sie gleich wieder verkauft. Und dann erschien diese Blu-ray, die habe ich mir dann gar nicht erst gekauft, weil die erste schon so schlecht war in 3D. Und wenn man die Bewertungen hier liest von einigen Fans, die es sich trotzdem in 3D gekauft haben, zum Beispiel hier, ja, es ist ein kleiner 3D-Effekt vorhanden, der für das Alter des Materials gar nicht schlecht ist. Bezweifle ich, denn ich fand ihn sehr schlecht. Da gibt es auch noch eine andere Bewertung, eine andere Rezension dazu. Das ist nicht 3D. Da ist nichts 3D. Film selbst hat 0 3D. Und hier angebliche 3D-Version. Also, ja. Wie gesagt, das 3D ist wirklich sauschlecht. Und hier, wer glaubt, hier reales 3D geboten zu bekommen, der sollte einmal nachdenken. Also wer wirklich mal einen guten 3D-Film gesehen hat, der wird wissen, dass das hier auf den Blu-rays gar kein 3D ist. Deswegen kauft euch, wenn ihr das in Farbe haben wollt, kauft euch hier die DVD. Moment. Dick und Doof. Kauft euch die Blu-ray ohne 3D, die gibt es nämlich auch. Einmal hier und einmal die gibt es auch ohne 3D. Bloß hier jetzt gerade irgendwie nicht. Im Moment ist die 3D Blu-ray da, aber die gibt es auch ohne 3D. Kauft euch diese hier ohne 3D, denn das 3D lohnt sich wirklich nicht. Und das bezieht sich auch auf alles andere, was es von Laurel und Hardy in 3D gibt. Ja, also alles, was ein 3D ist, auch hier, vergesst es einfach. Das 3D ist wirklich nicht vorhanden. Also das kriegt jeder Fernseher, wenn man auf 3D umschaltet, mindestens genauso gut hin. Und ja, deswegen mein kleiner Tipp, lasst die Finger von sowas, kauft euch lieber ein normaler Blu-ray und wartet, bis vielleicht irgendein Filmstudio die Filme wirklich richtig in 3D umwandelt, was wahrscheinlich nicht geschehen wird. Und deswegen verzichtet seither darauf, denn es lohnt sich wirklich nicht. Und auch die Farbfassung von dem Film hier fand ich jetzt nicht wirklich gelungen. Die war wirklich, die Farben waren nicht, waren da, wie einige Farbfilme auf YouTube, also nicht wirklich gelungen. Das war mein Statement zu Laurel und Hardy in 3D, Dick und Doof in 3D. Lohnt sich nicht wirklich, kauft euch die normale Blu-ray und ja, also. Generell, was im Blu-ray bisher rausgekommen ist bei Laurel und Hardy, gibt es eigentlich keine einzige, die sich vom Bild her wirklich lohnt. Die englischen lohnen sich da noch mehr. Moment. Ja, solche wie hier zum Beispiel, die englischen oder Moment, bei Amazon. Die hier lohnen sich zum Beispiel, Laurel und Hardy, The Big Noise, die sind allerdings nicht auf Deutsch. Das hier soll meiner Meinung nach auch nur DVD-Qualität sein, die auf eine Blu-ray gepresst wurde, also laut der Meinung von anderen Fans, deswegen hat es so eine negative Bewertung nur.
Ja, also wenn sich welche lohnen, dann sind es die Blu-rays hier, wie hier von Wunderpille oder von Tanzmeister. Die sollen eine gute Bildqualität haben, allerdings haben die keinen deutschen Ton, sondern nur englischen Ton und glaub dänischen oder schwedischen oder so. Also in Deutschland müssen wir da noch warten, bis da wirklich Vernünftiges als Blu-ray von Laurel und Hardy rauskommt. Ja, die hier, wenn dann ansatzweise, lohnt sich als normale Blu-ray. Die hier lohnt sich bildtechnisch und 3D-technisch schon gar nicht. Über die weiß ich leider nichts. Und ja, das ist hier nur eine Zusammenstellung, wo beide drin sind. Also quasi die hier und die hier drin ist. Ohne 3D. Deswegen sage ich ja, die gibt es auch ohne 3D zu kaufen. Und ja, da müssen wir leider noch warten, was Blu-rays betrifft. Ich wünsche allen einen schönen Abend noch oder wann auch immer das Video anseht. Danke fürs Ansehen.